Wir haben eigentlich zwei Betriebszweige. Das eine ist Kernobstproduktion. Also wir produzieren auf 27 Hektar Äpfel und Birnen produzieren. Das sind knapp 22 Hektar Äpfel, gut 5 Hektar Birnen. Der zweite Betriebszweig ist eigentlich Lagerung, Sortierung und Vermarktung von Kernobst. Das heisst, wir produzieren selber etwa 1000 Tonnen Äpfel und Birnen produzieren und übernehmen noch einmal 1500 bis 2000 Tonnen von unseren Produzenten. Wir vermarkten unsere Ware, also die Produktion, die wir hier in der Region vermarkten. Also ein Teil geht Richtung Migros. Den grössten Teil vermarkten wir eigentlich sonst hier in der Region. Vermarkten. Also wir haben ja Direktvermarktung. Wir haben ja auch Kleinhändler, die sich bei uns eindecken. Und auch Grosshändler. Also wir machen die ganze Palette, was Vermarktung angeht. Also jetzt im Pflanzenschutz bezogen, eine sehr wichtige Erkenntnis oder Resultat war, dass, wo wir es nicht fertig gebracht haben, jetzt die Birnenblattzuckerbekämpfung eigentlich von den synthetischen Insektiziden wegzukommen. Das war in den 90er Jahren. Dort haben wir zum Beispiel synthetische Pyrethroid gebraucht. Und wenn man die gegen Birnenblattzucker spritzt, das wirkt schon kurzfristig auf einen Schädling. Aber man tut hier nebenan sämtliche Nützlinge abräumen. Und dann ist man in 3 Wochen wieder gleich weit. Beim Insektizid muss ich alle Jahre wieder spritzen. Und wenn ich eben genügend Nützlinge habe, dann kann ich das irgendwann mal sein. Wir haben in den letzten Jahren nachher wirklich beweisen können, dass es funktioniert. Wir haben jetzt eigentlich in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse gehabt. Bei der logischen Birnenblattzuckerbekämpfung fällt das schon sehr früh in der Saison an. Zu diesem Zeitpunkt spritzen wir Kaolin. Das ist ein Steinmehl. Wir spritzen eine recht grosse Menge, also 30 Kilo Hektare. Die Bäume sind nachher eigentlich weiss. Und das Pulver bewirkt, dass der Birnenblattzucker, dann passt das nicht, der geht weg. Und vor allem legt er auch keine Reihen ab. Das ist sehr nützlingsschonend und ist sehr wichtig, dass wir eben nachher in diesem Bereich nicht gerade die jungen Ohrengröbler, die dann vorkommen, auch noch denen eins auf das Dach geben. Sonst funktioniert es nachher nicht mit der Nützlingspopulation. Aber heute Morgen haben wir eine Spritzung gegen Birnenblattzucker gemacht. Und für das haben wir Armikar gebraucht. Das ist Kaliumbicarbonat, also eigentlich Bachpulver. Und das funktioniert so, dass wir das am Morgen früh spritzen müssen. Dann werden die Larven eigentlich freigewaschen vom Honigtau. Und heute ist ideal, wenn es nachher heiß wird am Nachmittag, vertrocknen die nachher. Und das ist eigentlich ein rein physikalischer Vorgang, es wird also nicht mit Chemie. Und so tun wir eigentlich auch die Nützlinge schonen. Man muss es einfach wiederholen nach ein paar Tagen. Wenn wir eben dort hier eine wirklich gute Nützlingspopulation haben, also von Ohrengröbler, Blumenwanzen und so weiter, dass wir dann wird die Birnenblattzuckerpopulation einfach natürlich dunkel behalten. Wenn wir es fertig bringen, dass der Birnenblattzucker keine Schäden machen kann, dann ist eine gesunde Blattmasse da. Der Baum kann mehr Reserven bringen. Auch die Blütenknospenbildung für das nächste Jahr ist viel besser. Also ich bringe eine regelmäßige Erträge her. Und bessere Qualität natürlich. Wir müssen einfach alles unternehmen, dass die wohl sind bei uns. Das heisst, auf der einen Seite ist der Spritzplan, auf der anderen Seite eben Ohrengröbler Hotel. Und jetzt bei den Birnen haben wir die letzten Jahre angefangen, begrünte Baumstreifen zu machen. Also, dass wir gerne Unterbewuchs haben. Zum Teil brauchen sie ja Blütenstaub, um sich zu ernähren. Also, das ist bei Raubwanzen zum Beispiel ein Thema. Es hat sich gezeigt, dass eben mit begrünten Baumstreifen dass die Nützlingspopulation sich viel besser aufbaut. Also wir haben schon vor einigen Jahren angefangen, bei Obstmatten das mit Verwirrungstechnik zu machen. Und das funktioniert sehr gut, wenn man grosse Anlagen hat. Also das kann ich nicht machen daheim bei einem einzelnen Baum. Das ist viel zu lokal. Also man muss wirklich mindestens 1 Hektar haben. Dann kann man die Methode anwenden. Hey, ich habe aber letztes Jahr ein neues Problem importiert bekommen. Also die marmorierte Baumwanze haben wir hier zuerst mal grössere Schäden gehabt. Haben nachher auch müssen, insektizidmässig etwas unternehmen letzten Sommer, dass sie nicht zu fest überhand nimmt. Haben aber mit dem nachher auch wieder unsere Nützlingspopulation dezimiert und das büßen wir jetzt heute.
Also die Voll-Einnetzung ist natürlich noch etwas früher zu sagen, ob sie erfolgreich ist. Das ist jetzt das erste Jahr, wir sind erst Ende Juni. Und im Moment, so nach den Meldungen, sollte jetzt etwa die Ablage stattfinden von dieser Wanze. Und bis etwa in 10 Tagen, 10, 14 Tagen werden wir sehen, ob wir hier viele Larven finden. Im Moment ist es noch sehr ruhig. Und ich bin natürlich guter Hoffnung, dass wir dann wirklich einen Effekt erzielen. Da. Sonst haben wir dann viel Arbeit gehabt und wenig Nutzen. Die Herausforderung ist eben, dass wir auf der einen Seite brauchen wir die Lagertechnik, auf der anderen Seite brauchen wir gesunde Äpfel, die nicht anfallen. Also wir haben hier ein gutes Beispiel. Das ist, da haben wir jetzt ein Programm gespritzt, wo wir von Anfang Juni an nur noch biologische Mittel gegen die Lagerkrankheiten verwenden. Und eben, jetzt sind wir im Ende Juni, aber das sind Äpfel von letztem Jahr. Und hat sehr wenig Fuli drin, also es hat funktioniert. Also wenn wir mit zum Beispiel Kaliumbicarbonat spritzen oder Tonerdenpräparat oder Schwefel oder auch Hefepilze. Das sind alles biologische Mittel. Da können wir auch einen Effekt erzielen, dass wir weniger Fäulnispilze auf den Äpfel haben. Und das Hefepräparat verhindert eigentlich, dass sich andere Pilze auf dem Äpfel breit machen können. Also der Hefepilz tut einfach den Lebensraum Äpfel für andere Pilze blockieren. Ist aber vollständig essbar, kein Problem. Ich kann natürlich mit diesen Mitteln auch viel näher an die Ernte haben. Oder jetzt gerade das Hefepräparat, das wir haben, das kann ich, darf ich sogar zwischen zwei Erntegängen spritzen. Wartefrist 3 Tage. Ist hier Anwendung alles ein bisschen komplizierter. Jetzt gerade Tonerdenpräparat dürfen wir mit nichts anderem mischen. Also jetzt auch, wenn wir mit zwischendurch noch einen Blattdünger machen, das darf man gar nicht. Dann müssen wir den auch separat fahren. Das wird schon, also schon eine rechte Herausforderung. Nachher ist es so, die Präparate sind auch nicht so regenfest wie die synthetischen. Also wenn wir jetzt so wie letzte Woche, wo wir 60 mm hatten, haben wir auch zwischen den Regenphasen mal eine Spritzung müssen machen, dass das verhält. Und das ist natürlich nicht schon viel aufwendiger. Wir haben in den Medien ein grosses Herbizidproblem und ich bin nicht der Meinung, dass man ganz auf Herbizide verzichten sollte, weil vom energetischen her können wir mit viel weniger Aufwand das gleiche Resultat erreichen mit Herbizid. Aber es ist sicher von politisch und auch gesellschaftlich wird der Weg in diese Richtung gehen. Wir jetzt zum Beispiel in unserem Betrieb verzichten wir schon lange auf Bodenherbizide, verzichten, die sehr problematisch sind. Also auf alle Bodenherbizide. Wir brauchen nur noch Kontaktherbizide. Das finde ich der wichtige Schritt, als ganz auf Herbizide zu verzichten. Aber weil es einfach eben von gewissen Programmen gefordert wird, machen wir es natürlich auch. Also seit 2 Jahren haben wir ein sogenanntes Fadengerät im Einsatz. Auf der einen Seite haben wir das angeschafft, weil wir Parzellen nach der Richtlinie von IPSwiss bewirtschaften, das heisst herbizidfrei. Und dort tun wir im Sommer 4 bis 5 Mal, also während der Vegetation, tun wir nachher den Unterwuchs unter den Bäumen, also das Äpfel, die wir dort kurz haben oder reduzieren mit dem Fadengerät. Also die Herausforderung eben bei so einem Spezialprogramm ist sicher, dass ich es überhaupt zum Mehrpreis verkaufen kann, weil es ist eine Mehrleistung, die ich erbringe. Im heutigen Marktumfeld, oder, wo es nur um Preise geht, gerade die grossen Köttinnen sind nicht bereit, noch mehr Labels und nachher Preise so da kann, nicht suchen, oder? Also das ist noch schwieriger als das Produzieren selber. Also wir haben nur eine Anlage, wo wir einen Bach nebendran haben. Und dort haben wir, die Anlage haben wir 2006 gepflanzt. Aber schon von Anfang an haben wir dort einen 30 Meter Streifen ausgelassen. Also inklusive Weg, dass wir einfach den Abstand dort haben.
direkt auf so Schächte sollte man ja nicht spritzen. Es ist einzig nur die Abdrift, die ein bisschen dorthin könnte kommen. Und dort tun wir natürlich mit Injektordüsen arbeiten. Und wir machen es jetzt auf unserem Betrieb so, dass wir eigentlich bis wir Tagonetz zu haben, wir mit Injektordüsen arbeiten. Und wenn Tagonetz zu sind, haben wir der Tagonetz die entsprechende Abdriftminderung. Also die Innenreinigung machen wir in der Rockstallage. Eigentlich nach dem Spritzen spülen wir noch einmal die Düse durchspülen, eigentlich in der Kultur innen, mit Sauberwasser und nachher auch die Tankinnenreinigung und eigentlich das Wäschwasser im Gras streifen, also während dem Fahren rauslassen. Also am Wäschplatz haben wir ein Arrangement mit dem Nachbau, der hat noch Kalberzucht, der hat ein aktives Beschüttloch. Und da gehört auch ein Wäschplatz dazu, wo es ins Schüttloch geht. Und dann machen wir dort unsere Dussereinigung, machen wir nachher dort auf dem Wäschplatz, wo jetzt ins Schüttloch hineingeht. Also für mich waren eigentlich wichtige Punkte. Das eine ist Rückstandsreduzierung. Weil für mich war es nicht so toll, wenn wir Schlagzeilen haben vom vergifteten Apfel. Darum ist das sicher ein wichtiger Punkt. Und wenn wir natürlich eben mit Verwirrungstechnik und Integration von biologischen Mitteln können wir das Thema wirklich sehr stark reduzieren. Und nachher das andere ist das eben Förderung von der Nützlingspopulation. Bedingt einfach, dass sie auf gewisse scharfe Mittel, sage ich jetzt, verzichten. Man muss sich dafür interessieren, für die Details, die man eben muss wissen muss. Sei das Infektionsabläufe von Pilzkrankheiten oder eben auch Funktionsweisen von diesen Mitteln. Oder was man erwarten kann und was nicht. Das ist für alle machbar. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Herausforderung. Man muss sich viel intensiver mit Witterung, Infektionsverhältnissen und so weiter befassen. Dass man eben nicht irgendwie, es wird einfach viel weniger Spielraum. Und es wird einfach intensiver. Klar, wir haben ja gute Beratungen zu ringsherum. Sei das von der Industrie her, also von Chemie oder eben auch Biochemie. Also, oder auch von den öffentlichen Stellen. Also wir haben sehr guten Kontakt zu Biobetrieben, wo wir einen regen Austausch haben. Wir haben sehr guten Kontakt zu Bioberatungsleuten, wo wir auch einen regen Austausch haben. Auf jeden Fall nicht zu resignieren. Weil in dem Moment haben wir das Gefühl, die Probleme, die jetzt vor mir stehen, die sind riesig. Und wie wollen wir das machen? Weil ich bin überzeugt, wir finden den Gegenweg. Und einfach dranbleiben und eben keine Angst haben vor neuen Methoden und selber auch probieren.